doch heute eine Legung für dich. Und zwar, du siehst, ich bringe dir hier die Lenormand-Karten mit heute. Also ich habe mich entschieden für die Lenormand-Karten und zwar von Kiro Marchetti Gilderoy. Ich habe auch den Brief rausgelegt, denn deine Zwillingsflamme wird dir heute etwas schreiben. Ich habe diesen Impuls bekommen und ich werde jetzt mal darauf eingehen. Was wird er dir denn schreiben? So, lass uns mal den Brief lesen. Oh, der sagt dir, also ich spüre eine wahnsinnige Anziehungskraft an dich. Meine geliebte Flamme, meine geliebte Zwillingsseele, ich fühle so eine wahnsinnige Anziehungskraft zu dir. Und ich beobachte dich heimlich und ich suche nach einem Weg, wie ich das real mit dir umsetzen kann. Dennoch, es gibt hier schon noch Versuchungen, wo ich lernen soll, da zu widerstehen, wo ich die überwinden soll. Und da bin ich gerade dabei, also in der Tiefe zu tauchen und wirklich von dem Unterbewusstsein hier, also tiefe Erkenntnisse für mich auch zu erlangen. Meine geliebte Flamme. Auch der Vollmond wird auch hier eine Rolle spielen. Denn, also ich spüre auch so eine ja, verborgene Angst und mulmiges Gefühl in meine Seele. Das nehme ich jetzt hier generell wahr. Deswegen trage ich auch eine Maske manchmal. Denn das schützt mich. Ich verberge mein wahres Gefühl dahinter. Ja? Also alles hat so seine zwei Seiten. Aber ich habe romantische Gefühle für dich. Ich habe romantische Gefühle für dich. Und ich möchte am liebsten, dass es also schneller mit uns zwei vorangeht. Dass etwas hier leidenschaftlich in Bewegung kommt. Und ich wünsche mir, dass dieser Weg zu dir führt, also dieser leidenschaftliche Weg zu dir führt, dass ich stark genug bin, dass ich wirklich eine Brücke bauen kann, dass ich auf dich zukommen kann, denn das wäre wirklich das wahre Glück, also im Außen, in der Öffentlichkeit real das zu leben, was ich für dich fühle, was ich für dich empfinde. Du bist eine ganz, ganz tolle Frau, wenn du jetzt als Mann schaust, dann münzt du das bitte auf dich um. Du bist eine ganz, ganz tolle, attraktive, charismatische Persönlichkeit, eine charismatische Frau. Und ja, du bist auch sehr, sehr weise. Du trägst auch eine tiefe Weisheit in dir. Und trotzdem ist das so für mich, wie so eine verbotene Frucht. Ich kann das nicht zulassen. Dann kämpfe ich dagegen. Ich denke, du bist schon wesentlich weiter als ich. So, und es geht auch darum, dass ich meine Wurzel finde, dass ich meine familiären Themen heile. Und da bin ich gerade dabei. Also ich denke jetzt zunehmend mehr positiv. Ich öffne mein Bewusstsein dafür, ja, für die Liebe, einfach alles in der Liebe fließen zu lassen. Ja, und ja, da bin ich gerade dabei. Ich brauche noch etwas Zeit, denn ich bin dir treu. Ich bin dir unendlich treu und ja, lass mir noch so ein bisschen Zeit, dass das Ganze hier auch reifen kann. So, was sagt dir denn noch deine Zwillingsflamme in dem Brief? Schau noch mal genau hin, erkenne also alles, vergrößere das, erkenne das. Du wirst das auch wirklich finden, was hinter den ganzen Sachen steckt. Also eine tiefe seelische Verbundenheit. Ja, ich begehre dich sehr, denn ich fühle mich durch dich auch wirklich wie ein attraktiver Mann. Ich weiß, dass das ganze Potenzial hat, aber diese Hürde, diese Herausforderungen, ja, die sind also nicht ganz leicht. Dennoch weiß ich, dass der Universum mich leitet, denn ich bin dabei, wirklich eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu fällen.
aber ich weiß noch nicht genau wie, denn ich habe hier noch eine Blockade, also ich weiß nicht genau, ob ich da noch Hoffnung habe. Ich sehne mich sehr nach dir und ich bin bereit, auf das Ende der Welt mit dir zu gehen, auch wenn ich nicht weiß, wo das hinführen kann. Ich will zu dir ankommen, ich will die Beständigkeit, den Ring, aber vorerst noch im Verborgenen, insgeheim. Denn wir sind schon lange zusammen in dem vergangenen Leben und das ist unser Karma hier, dass wir uns treffen und neu beginnen, gemeinsam, du und ich. Dass wir nach Hause kommen, zu Hause ankommen, den Herzensweg wählen und dann ist alles, alles volle Sonnenschein. Ja, jetzt noch eine Nachricht, also ich habe hier so Nachrichtkarten, was er dir sagen möchte, deine Zwillingsflamme, selbstgeschriebene, ziehen wir eine Nachricht für ihn. Er sagt, ich brauche noch eine Chance. Das ist seine Nachricht an dich. Hoppala, ich hoffe, du hast dich hier in dieser Legung wiedergefunden. Das konntest du so annehmen. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Ich sage danke und bis bald.